Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute wieder gegen Freiburg, wieder auswärts, also wieder in Freiburg und haben diesmal die Möglichkeit ins Finale des DFB-Pokals einzuziehen. Ist also ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Das wird unsere Startformation sein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich will jetzt auch wirklich nicht lange rumschnacken. Natürlich geht nochmal ein Kuss an euch raus, die mich jeden Tag supporten, die Videos schauen, Kommi schreiben. Vielen, vielen Dank. Ja, damit gehen wir jetzt rein ins Spiel. So sieht's aus, Freunde. Halbfinale leider in Freiburg. Ja, aber naja. Sollten wir trotzdem schaffen. In Freiburg haben wir ja gestern 2:2 geschafft. Von daher. Richtig guter Ball da auf Baku. Baku zieht wieder ab, wird aber gestört. Den Ball trifft er überhaupt nicht. Okay, das ist wieder so ein Zufallsprodukt, das ich absolut nicht wollte. Auch wenn man nimmt den überragend an. Abschluss und der Ball kuddert neben das Tor. Schade. Nächste gute Möglichkeit. Mamouche, der ist gut drauf und der hat einen richtig guten rechten, aber geht drüber. Freiburg jetzt wieder, die jetzt langsam wirklich besser werden. Wir sind jetzt gerade nur noch sehr, sehr passiv. Erster Abschluss bleibt aber ungefährlich, aber wie gesagt, Freiburg wird besser. So, dann mal Mamouche. Da geht Brekalo. Und so eine Bälle kann er aber nicht diesmal. Warum ist denn da keiner? Was macht Franks denn da? Wie gesagt, Freiburg ist wirklich besser. Guardiol, das war jetzt mal gut gespielt, wieder jetzt der Baku, der da auch durchkommt. Mecha ist da komplett in der Mitte frei, da ist er. Er kriegt den Ball einfach nicht unter Kontrolle. 0-0. Ich hab keinen Zugriff. Da steht einfach keiner und unser Keeper hält natürlich überragend. Jetzt mal ein Dreierwechsel gemacht. Pokalheld Kaminski kommt rein. Und das ist kein gutes Stellungsspiel. Wieder von Guardiol war das. Oh, guter Ball von Wind. Das gibt es nicht. Ihr könnt mir nicht erklären, was das ist. Also sorry. Das Ganze. Kammerwinkel. Wieder so ein guter Ball. Und Jonas Wind. Er wartet zwar, aber er macht das erlösende 1:0. Das ist die Frage. Reicht das? Reicht dieser Geniestreich von Kammerwinga und Jonas Wind? Wird der hier zum Pokalheld? So verdient ist es auf jeden Fall nicht. Wind, Freiburg war hier deutlich besser. Freiburg. Uiuiui. Dann sind wir Pokalfinale, was vom Spielverlauf her schon ungerecht wäre. Immer auf Kaminski und der könnte es jetzt safe machen. Nee, macht es aber nicht, aber das müsste es gewesen sein. Wir sind im Pokalfinale, eine Sensation. Hatten aber auch sehr, sehr viel Glück mit den Gegnern, das muss man aber auch sagen.
Jonas Wind wird auf jeden Fall im Pokalfinale spielen. Definitiv hat er sich verdient. So, jetzt geht es am 31. Spieltag gegen Leverkusen. Wird ein schweres Spiel. Trotzdem haben wir ein Heimspiel. Ist natürlich ein Vorteil. Das hier wird unsere Startformation sein. Ihr kennt das Gedönse. Unsere Top-Spieler, die jetzt eben zum Einsatz gekommen sind, sind ausdauertechnisch angeschlagen. Deswegen muss ich leider so spielen. Aber wie gesagt, ich gönne den Spieler, die jetzt zum Beispiel Kaminski, die jetzt nicht so viel gespielt haben, auch mal wieder Spielpraxis. Gehen wir jetzt an. Let's go. So, geht los. Wir in grün. Jetzt haben wir den stark. So, Jonas Wind, nächste Chance. Den nimmt er komplett Volley, aber ungefährlich. Den von Wind. Und Abschluss ist aber... Da ist Cherki, da ist wieder keiner. Baku behält dann den zweiten Ball und Franjic, aber keine Probleme dafür. Marino. Cherki macht das stark, stellt den Körper da rein. Bisschen Glück gehabt, jetzt könnte es jemand einen Konter geben. Und das muss doch jetzt mal Musch machen, oder? Was? Ey, das gibt es doch nicht. Das hätte das 0:1 sein müssen. Uiuiui, wir lassen eine Chance liegen, aber der fragt mal lieber nicht nach. So, Freistoß Leverkusen, da sahen wir aber nicht ganz so gut aus. Das war eine gute Variante und Van der Ven kann hier erstmal klären, aber wohin klärt er? Wohin klärt Van der Ven? Also, und Diaby sagt danke, ja. Also eigentlich war die Situation geklärt. Da, Van der Ven haut ihn ein, ja. Okay, also Van de Ven schenkt hier Leverkusen die 1-0-Führung, die bis dahin eigentlich, ja, nicht verdient ist. Es war so ein 0-0-Spiel, definitiv. Reicht da niemanden. Und Asta Franks. Asta, guter Versuch. In der zweiten Hälfte, Lukeba geht, Franks geht raus, das war seine letzte Aktion. Ich muss es so probieren, weil keine Anspielstationen waren. Schade. Uiuiui, was machen wir denn da an der Abwehr? Das ist vogelwild, wie wir das spielen. Keeper ist da. Okay, war der macht. Oh, wunderbar. Lukas Inmecha. Das ist gut gepresst. 1-1. Das ist verdient. Lukeba mit dem Ball gewinnen. Iasako. Ja, guter Abschluss. 1-1. Netscher. 81. Minute. Also, das ist auch das gerechte Ergebnis. Wir brauchen eigentlich einen Sieg. Guedes mit dem Abschluss. What the hell? Was passiert hier? Franjic, wie nimmt er denn den Ball? Überragend. Na, jetzt Busch. Ja, zieht da das Foul, zieht die gelbe Karte, aber der war wichtig. Hier, B, da nicht vorbeilassen. Ist jetzt noch dieser Freistoß. Bleibt es denn bei einem verdienten Remis oder schnappt sich Herr Leverkusen sogar noch den Sieg? Was macht denn? Was macht er? Nochmal raus auf Musiala. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kein Elfmeter. Gut. Das war der Fehlpass kam. Und es bleibt immer 1-1. Im Endeffekt ist es zu wenig. Wir müssen jetzt auf die Konkurrenz hoffen, dass die nicht gepunktet hat, beide gewonnen haben. Aber wenigstens nicht verloren. Das ist auch schon mal sehr, sehr wichtig. So, das war's mit dieser Folge und guckt euch mal an, gegen wen wir als nächstes spielen in der UEFA Europa League im Halbfinale gegen Trabzon. Wie heißt das? Ich zeige euch das einmal, was wir für einen Losglück haben. Also, wir spielen gegen Trabzonspor und das andere
Halbfinalmatches Real Madrid gegen Bayern München. Und das sah das Viertelfinale aus. Sprich, wir haben so ein Ultra-Losglück gehabt, diese Runde. Also mich würde es wirklich wahnsinnig wundern, sollten wir das den Finaleinzug auch da nicht schaffen. Aber dann wird das Finale auf jeden Fall schwer. Wobei, es ist ein Spiel, da ist alles möglich. Schauen wir aber trotzdem nochmal. Ne, auf die Tabelle können wir nicht schauen, weil wir Europa League jetzt spielen. Ja, wie das Ganze ausgeht, seht ihr dann morgen in der nächsten Folge. Da legen wir dann die Basis fürs Rückspiel. Erste Halbzeit wird da gespielt. Haben zum Glück das erste Spiel auswärts. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung oder auch ein Abo da. Bis morgen. Ciao.